Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute am Freitag im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es zu tun heute mit 14 Updates, 42 neuen Mods und 2 neuen Karten. Dazu gab es natürlich auch noch ein bisschen Informationen bezüglich dem Factsheet Friday. Und zwar natürlich ist zu erwarten, dass in Kürze das Patch herauskommt 1.5. Und dazu gibt es die AGI-Erweiterung, dazu ein paar Gerätschaften und natürlich auch die Silos von AGI, die mit dem Patch wahrscheinlich kommen werden. Wir fangen damit an, und zwar wurde heute gezeigt, denn UTX-44, das ist diese Überladeschnecke, kostet 29.000 Euro, braucht 40 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 44 Liter, Maximalgeschwindigkeit 5 km/h und wiegt 1,4 Tonnen. Des Weiteren wird uns angezeigt der Flat Bottom Bin und der Neko Dryer. Also ich nehme mal an, dass im Hintergrund der Bin zu sehen ist und dann zuvor dieser Dryer. Ist in der Kategorie Silo, kostet 220.000 zum Platzieren und hat eine Füllmenge von 5.432.000 Litern. Des Weiteren wird eine weitere Überladeschnecke angezeigt, und zwar den FX Seed Treater. Ist eine Überladeschnecke natürlich, kostet 37.000 Euro, braucht 33 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 40 Litern, Maximalgeschwindigkeit 5 km/h, hat wahrscheinlich einen Siliermitteltank für 50 Litern, wiegt 2,2 Tonnen und kann wahrscheinlich Saatgut transportieren. Das werden wir dann im Detail sehen. Wir machen weiter mit dem ersten Update, und zwar kommt dies für die Karte Die westliche Wildnis von Alien Jim, Downloadgröße 136,9 MB, jetzt in der Version 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Wichtiger Hinweis, es tut mir wirklich leid, sagen zu müssen, dass dieses Update einen neuen Spielstand erfordert. Die Anzahl der Bäume wurde von 11.000 auf unter 7.000 reduziert, damit man etwa 1.000 Bäume selbst platzieren kann, bevor die Baumgrenze erreicht ist. Der Zaun an der Südseite des verlassenen Bauernhofs wurde repariert, damit der Zaun jetzt platziert repariert werden kann. Der fehlende Pin eines der Goldnuggets auf der Minikarte der Goldhütte wurde behoben. Das zweite Update kommt für die Karte Arena. Diese kommt von Mike Hiss 1 LTU und Pupa. Downloadgröße 135 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Problem mit Schwarzstroh und Grasabfall behoben, geebnete holprige Straße und einige andere holprige Orte, aktualisiertes visuelles Aussehen der Arena-Karte, weitere Dekorationsobjekte hinzugefügt, Sammlerstücke zur Karte hinzugefügt, Feldpreise auf weniger aktualisiert. Legen Sie Standard-Ackerland für die Standard-Farm fest. Standard-Bauernhaus und Garage können jetzt nicht verkauft werden. Mehr bemalbare Bodentypen hinzugefügt. Platzierbare Bäume und US-Farmgebäude hinzugefügt. Fahrzeuge im Shop und in der Stadt als Dekoration hinzugefügt. Bei FPS-Leistung des Spiels gehören Sie zu Farm 8 und können verkauft werden. Farm 8 Fahrzeuge sollten nicht verwendet werden, dienen als Dekoration. Verwenden Sie anstelle des Spielstands einen Slot für ein neues Karrierespiel, damit es ordnungsgemäß funktioniert. Mit anderen Worten, es ist ein neuer Spielstand erforderlich. Das nächste Update kommt für den John Deere 7810 Row Crop. Dieser kommt von JHHG Modding, Downloadgröße 24,47 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Zapfwellen und Schlauchanschlüsse für Attached Joints Konfigurationen behoben. Die New Holland T7 Series von Blauia kriegt das nächste Update, Downloadgröße 20,69 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Neue Store-Artikel hinzugefügt, den T7 mit kurzem Radstand, die Länge des langen Radstands wurde verkürzt, Original CNH-Felgen hinzugefügt und kleine Fehler behoben. Wir kommen zum MAN TGS Kurzhold von HR Forst und Fahrzeugbau, Downloadgröße 18,19 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Spurstangen fix. Der Lizard Unterbauchanhänger von Mantrit kriegt das nächste Update, Downloadgröße 5,13 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Optionen für Nummernschilder hinzugefügt.
Der Flygel Longneck Kombi Plus von HR Forst und Fahrzeugbau kriegt das nächste Update. Downloadgröße 2,34 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Hotfix Patch 1.4.1, neue Schläuche an der Zange. Das nächste Update kommt für den Flygel ASS 298. Der kommt von Landdev, Downloadgröße 3,71 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: KI-Warnung behoben. Die mobile Tankanlage von Magstar kriegt das nächste Update, Downloadgröße 0,8 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Kompatibilität für Patch 1.4.1 hinzugefügt. Wir kommen zum Lemken D24 von Adub Modding ABP Team. Diese kriegt das nächste Update, Downloadgröße 0,36 MB, jetzt in der Version von 1.2.0.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Moddesk auf 65 erhöht, angepasste Flugeffekte. Das nächste Update kommt für den Meridian 16 XXL von Permas Modding, Downloadgröße 3,67 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: behoben, Dateipfadfehler verursachte, dass Meridian Decal auf dem 1615L vollständig weiß erschien. Ein weiteres Update kommt für den Maschinenschuppen von Bartson V3, Downloadgröße 4,75 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Verbesserung des allgemeinen Erscheinungsbildes des Gebäudes, einschließlich Beton und Dach. Frost im Winter verbessert, neuer Schnee auf dem Dach wurde hinzugefügt, Schmutz auf Beton und Moos auf dem Dach hinzugefügt, Eiszapfen hinzugefügt, Store-Icon und Mod-Icon erneuert. Das Palettenlager und Logistik von John Wayne 1930 kriegt das nächste Update, Downloadgröße 0,68 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Update, Mod und Store-Icon, Beschreibung angepasst. Ja, wir kommen zum letzten Update und zwar ist dies für den Class Liner 500 Profi L. Dieser kommt von Agrardesign Austria, Downloadgröße 5,32 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Moddesk-Version erhöht, Partikelsystem angepasst, Drop Areas angepasst, Schwarztuch im eingeklappten Zustand verändert, Farbwahl für Schwarztuch hinzugefügt, vordere Achse des Fahrwerks nun animiert, Bodenanpassung verbessert, Ein- und Ausklappen der Schutzbügel auch über Simple IC nun hinzugefügt, nur für PC, kleine Modellkorrekturen. Damit kommen wir zu der ersten neuen Karte und zwar heißt diese Southern Cross Station, kommt von Hox23, Downloadgröße 116,44 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt: Willkommen bei der Southern Cross Station. Dies ist ein fiktiver Ort in NSW, Australien. Die Karte enthält Klimawandel, um die australische Jahreszeiten wiederzuspiegeln. Ich glaube, das ist hier ein Übersetzungsfehler. Das heißt wahrscheinlich eher, dass der Kalender angepasst ist an die australischen Saisonzeiten. Dann gibt es 6 Verkaufspunkte, 8 Produktionspunkte, 28 Felder von klein bis groß. Ja, und der Modder meint, ich hoffe, Ihnen gefällt die Karte. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann kommen wir hier raus. Das ist hier unser Hof, sehr weitläufig. Hier haben wir ein paar Unterstände, die schon mal hier sichtbar sind. Des Weiteren haben wir hier natürlich unser Treibstofftank. Wir haben hier drüben auch noch ein paar Unterstände und eine Unterstandshalle. Dann haben wir noch unseren Wassertank da hinten. Hier haben wir unser Silo. Das ist der Flat Bottom Bin, der zum Hof gehört. Hier haben wir auch noch mal etwas, wo wir etwas unterstellen können. Des Weiteren ist auch hier hinten sind noch weitere Sachen verfügbar. Wir schauen uns die Karte mal auf der PDA an und können sehen, dass die Feldgrößen hier sich bewegen zwischen mittelgroß und groß. Wenn ich mal hier gucke, dann haben wir das Feld hier. Das kann nicht einzeln gekauft werden. Das wird als gesamte Parzelle verkauft. Das sind dann 40 Hektar. Aber wenn wir so diese Feldgrößen angucken, sind das so 20, 25 Hektar, 12 Hektar, 13 Hektar. Also so in der Größe ab 10 bis 25 Hektar sind die Durchschnittsgrößen. Es gibt natürlich auch kleinere Plots, aber auf jeden Fall der Großteil ist so um die 10 bis 25 Hektar groß.
Aber wenn wir als neuer Farmer starten, dann haben wir die Farm, die wir uns schon teilweise angesehen haben. Wir haben dann Feld 1, das zu uns gehört. Das ist 7 Hektar oder 6 Hektar genauer gesagt. Dann haben wir das Feld Nummer oder die Parzelle Nummer 20. Das ist dieses hier. Die Feldgröße ist hier um die 4 Hektar. Dann haben wir noch diese Parzelle hier. Da scheint es ein bisschen Forstwirtschaft zu sein. Wir schauen den Aussaatkalender an und können tatsächlich feststellen, dass es endlich eine Karte gibt. Ich glaube, es gibt vielleicht eine, zwei oder zwei Karten, die ich bisher gesehen habe, die sich auf der Südhemisphäre abspielen, wo der Aussaatkalender tatsächlich angepasst worden ist. Zwar ist es fast ein Standardkalender, aber es ist natürlich alles ein halbes Jahr verschoben, so wie es korrekterweise sein müsste. Wir schauen uns mal an, welche Produktionsstätten wie und wo verbaut sind. Und zwar haben wir hier im Süden das Sägewerk, dann haben wir die Ölmühle, die Schreinerei, die Traubenverarbeitungsanlage, dann haben wir die Bäckerei, die Molkerei, die Spinnerei und wir haben hier die Zuckerfabrik sowie die Müslifabrik. Das sind die Produktionen, die verbaut sind, zumindest auf den ersten Blick. Ladestationen haben wir natürlich unseren Treibstofftank auf unserer Farm plus den Wassertank. Dann haben wir das Sägewerk, die Tankstelle und hier unten haben wir zwei Kalkstationen. Abladestationen respektive Verkaufsstellen haben wir natürlich auch. Und zwar haben wir den Grain Corp, dann haben wir hier Sasson Grain Cross, unseren Flat Bottom Bin. Da gibt es noch einen zweiten Flat Bottom Bin, den Gesteinbrecher, dann Sasson Cross Flour Mill, also das ist dann die Verkaufspunkt für die Mühle, Sasson Cross Animal Feed, Grocery Markt, Fast Food Restaurant und Grain West Corp. Tiergehege sind also keine verbaut, dann Verschiedenes gibt es hier noch, das ist der Viehhandel, hier haben wir den Fahrzeughändler und hier haben wir unser Farmhaus. Da gehen wir kurz hin. Also das ist unser Farmhaus. Das ist der Ausblick, also sehr weites und flaches Land. Wie zu erwarten hier, da haben wir noch einen Kinderspielplatz. Da haben wir unsere Ein- und Ausfahrt. Auch wenn keine Tiergehege verbaut sind, zumindest habe ich die noch nicht gesehen. Hier wird darauf hingewiesen, dass es hier Tiere geben könnte. Auch hier Schafe, nur sehe ich hier keine Schafe oder zumindest noch nicht. Wir schauen uns mal an, welches das Startequipment ist, was zu unserem Hof gehört, wenn wir als neuer Farmer starten. Wir haben den John Deere 7810. Wir haben einen Rostelmarsch, das ist nicht sehr selbstverständlich. Wir haben hier einen Rostelmarsch RSM 2375. Des Weiteren haben wir den Mack Anthem 6x4, dann haben wir einen Mähdrescher, den New Holland CH77, wir haben Pickup, wir haben einen Distinctional Triple Hopper, dann haben wir einen Überladewagen, ein Schneidewerk, einen Grober von Rostelmarsch, das ist schon mal anständig, Arbeitsbreite 12 Meter, das ist schon mal ganz schön, Seetechnik, Arbeitsbreite 12 Meter ist auch ganz cool. Dann haben wir eine Dünge- oder Pflanzenschutzspritze. Wir haben ein Frontlader-Tool für Quickie. Wir haben hier eine Palettengabel. Wir haben ein Förderbandsystem. Und zwar haben wir den Conway All fürs Einfüllen ins Silo und den Meridian zum wieder rausholen. Dann haben wir noch einen kleinen Anhänger, der zu uns gehört. Gehen wir ganz kurz in die Luft und schauen uns die Karte von oben an. Also wir können sehen, die Karte ist relativ oder sehr oder eher flach. Die Felder sind alle nicht unbedingt quadratisch und auch nicht unbedingt nur gerade organische Form. Das ist hier so eine kleine Mischung. Ich denke mal, die könnten sehr helferfreundlich sein. Also richtig gut. Was es zu beachten gibt, hier gibt es immer wieder so Gräben, Wasserplanen, die dafür gebaut sind. Sehr weites Land. Ich muss feststellen, oder ich muss sagen, dass ich mich hier nicht unbedingt in Australien befinde. Ich erwarte von Australien roter Boden. Das ist so das, was ich in meinem Kopf gespeichert habe. Roter Boden, damit man, ja, dass es so ein bisschen so sieht. Hier unten ist natürlich diese Ansiedelung, wo die meisten Produktionsgebäude und auch andere Gebäude zu finden sind.
Laut dem Verkaufskatalog können wir tatsächlich alle Produkte aus den Produktionen wie auch alle Standardfrüchte verkaufen. Zusatzfrüchte sind nicht verbaut. Ihr könnt ja gerne das Video anhalten, falls es euch hier zu schnell geht, aber es ist definitiv alles verkaufbar. Das ist also der Überblick, der kurze Überblick über diese South Cross Station. Eine schöne Karte, schön dekoriert, ist mir zu wenig australisch, sage ich mal. Aber auf jeden Fall viel Spaß an denen, viel Spaß an die, die das natürlich reizt, ein bisschen größere Felder zu haben, auch mal größeres Equipment zu fahren. Was ich auch nicht gesehen habe, ist Verkehr. Also hier ist kein Traffic verbaut. Zumindest habe ich noch keinen gesehen. Die Zuglinien hier sind rein dekorativ, also hier wird kein Zug entlang fahren. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich zu der nächsten neuen Karte. Und zwar heißt diese Gelderland, kommt von Sieb, Downloadgröße 269,66 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, dies ist eine niederländische Karte, die auf einer Provinz namens Gelderland basiert. Es soll hier geben 81 Felder, 4 Verkaufsstellen, eine kleine BGA, passende eigene Nummernschilder, benutzerdefinierte Texturen, benutzerdefiniertes Color Grading, 5 Bauernhöfe. Ich hoffe, euch gefällt die Map. Viel Spaß! Es ist anzumerken, dass hier einiges an zusätzlichen Mods verlangt wird, um die Karte korrekt angezeigt zu bekommen. Und zwar braucht man Placeable Dairy Farm Package, Old Farm Package, Modern Shed, Old Cow Shed, Cow Shed 3 plus 0, Cow Shed Pack, Dutch Shed Pack, Bunker Silo, Cow Shed 3 plus 3, Farm Silo Package und EU Factories. Und zwar kommen diese Mods alle von DMI 20mm Normandie unter Mithilfe von Dutch Modding Incorporation und vom Refarmer. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge, die man braucht, um die Karte korrekt spielen zu können. Wenn wir als neuer Farmer starten und uns in die Karte laden, dann kommen wir hier raus. Das ist direkt an der nördlichsten Kante der Karte, also gerade am Kartenende ganz, ganz nördlich. Was auffällt hier, es ist sehr dunkel, also das ist das benutzerdefinierte Color Grading und so weiter. Für mich ist es ein bisschen dunkel. Wir sind hier im August um 8 Uhr morgens. Ich brauche hier die Headlamp, damit ich irgendwas sehe hier. Das ist ein bisschen dunkel in meinem Geschmack. Klar gibt es die Möglichkeit, das Spiel grundsätzlich heller zu machen in den Grundeinstellungen, bevor im Hauptmenü. Wir schauen uns die Karte mal von oben auf der PDA an und wir können sehen, dass die Karte zum größten Teil quadratische Felder hat. Also quadratisch praktisch gut, also sehr, sehr helferfreundlich. Hier gibt es natürlich ein paar organischere Formen, aber im Großen und Ganzen ist das eine quadratisch praktisch gut Karte. Der Aussaatkalender ist der Standardkalender, da gibt es nichts zu sagen. Es gibt natürlich auch Aufträge. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann gehört uns dieser Hof hier plus das Feld 16. Und das Feld 62, was zu uns gehört. Die Feldgrößen, die wir haben, sind also knappe 7 Hektar und einmal 3,5 Hektar ungefähr. Die Feldgrößen ansonsten auf der Karte bewegen sich so um die 6 Hektar rum. Es gibt natürlich auch größere Felder, 9 Hektar, 15 Hektar. Ich würde mal sagen, die Feldgrößen würde ich einstufen zwischen klein und mittel bis ein paar wenige, die ein bisschen größer sind. Wir gehen mal zu unserem Farmhaus und das ist dieses hier. Ist alles wirklich natürlich von diesen Modpacks, die zugebaut oder die dazu heruntergeladen werden müssen. Also sehr Dutch und sehr holländisch natürlich, klar. Aber ich finde es trotzdem hier, es ist Tag, es ist morgen früh. Ich muss hier tatsächlich die Lampe hervornehmen, damit ich irgendetwas sehen kann. Es ist ein bisschen dunkel. Das ist natürlich ein Unterstand hier. Wir haben hier eine Unterstellhalle, wir haben hier natürlich einen Kuhstall, der fasst 35 Kühe, das ist dieser hier, wunderbar. Schauen wir mal, was hier angenommen wird, also Balle, Ballenstroh und einmal eine Balle Heu, dann schauen wir mal,
Also Heu wird schon definitiv mal angenommen als Balle und Stroh wird als Balle nicht angenommen. Das heißt, es muss eingestreut werden. 35 Kühe habe ich schon gesagt. Dann gibt es hier noch einen zweiten Kuhstall. Der sieht etwas größer aus. Dann haben wir hier noch einen Container oder ein Lager stehen für Saatgut. Das Equipment, das befindet sich hier in diesem Unterstand. Wir schauen uns das Equipment natürlich im Detail gleich an. Und wir haben hier den großen Kuhstall, der fest also 80 Kühe. Unser Start-Equipment setzt sich zusammen aus dem Massey Ferguson MF5S105. Dann haben wir noch einen Fendt 724er. Wir haben einen Anhänger, den Karat 140 TD von Klaas. Wir haben einen Amazon Grubber. Dann haben wir eine Seemaschine, die Nordsten. Dann haben wir einmal ein Front- und ein Seitenmähwerk. Dann haben wir einen Schwader von Samash. Und wir haben einen Ladewagen, der natürlich auch sehr hilfreich sein kann. Ich denke mal, die Karte ist richtig schön gemacht. Es hat sehr viele schöne Details passend gemacht hier. Nur ist es tatsächlich für mich einfach zu dunkel. Ne? Also mein Geschmack, wenn ich jetzt hier die Lampe ausmache. Wir sind also morgens um 8 Uhr im August und es ist wirklich schwer, etwas zu erkennen, gerade wenn man im Schatten ist. Ne? Wir schauen uns mal an, welche Produktionsstätten verbaut sind und wir können sehen, dass es hier zwei kleine Icons gibt. Wir haben hier eine BGA 60 kW und wir haben ein Gewächshaus, das wahrscheinlich zu uns gehört. So, des Weiteren schauen wir an, welche Ladestationen da sind. Das ist eine Tankstelle. Dann haben wir einen mittleren Treibstofftank, der befindet sich auf unserem Hof. Da haben wir das Silo, das da gestanden hat. Das ist auf jeden Fall da, wo unser Saatgut drin ist. Dann haben wir ab Ladestation, Verkaufspunkt, haben wir das Restaurant, den Containerverkauf. Und das war es dann eigentlich schon, was an Verkaufspunkten da ist. Wir schauen noch kurz mal Tiere. Da ist im Moment wirklich nur gerade diese beiden Kuhställe zu finden, die auf unserem Hof sind. Des Weiteren haben wir hier den Tierhandel und wir haben hier den Fahrzeughändler. Ich würde mal sagen, wir gehen auf einen kurzen Rundflug, weil es soll ja 5 Höfe verbaut sein. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in den Südosten und schauen uns mal der Reihe nach um, was hier zu finden ist. Also wir können hier erkennen, dass hier schon mal ein Hof da ist. Den kann ich mal kaufen. Und dann können wir erkennen, dass hier weiterer Kuhstall da ist. Dann ein Dieseltank, ein Farmhaus. Und natürlich auch noch ein Silo. Das schauen wir uns auch mal kurz an. Also wir haben hier natürlich nochmal diesen Kuhstall, 35 Kühe. Das ist dann das, wo wir einfüllen können, Saatgut oder Mineralfutter. Das ist also dieser Stall hier. Auch hier wieder sehr dunkel. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man hier so dunkel ist in Holland um diese Uhrzeit. Also kaum was sieht. Kann ich mir kaum vorstellen. Hier haben wir 2 Durchfahrsilo. Hier haben wir einen Parkplatz. Ja, das ist also ein ziemlich kleiner Hof hier. Das ist definitiv nur ausgelegt, um diesen paar Kühe zu betreuen. Dann haben wir hier natürlich noch das Haus. Dann gehen wir mal hier lang. Können wir also nochmal die Felder sehen, alles quadratisch praktisch gut. Wir haben hier rechts und links der Felder jeweils einen kleinen Graben. Dann haben wir hier offenbar der nächste Hof und können auch hier sehen, gibt es nochmal einen Kuhstall, nochmal einen Kuhstall groß, nochmal ein paar Silos, einen Misthaufen, nochmal ein Silo und das Farmhaus. Also ich gehe davon aus, dass es hier nochmal 35 Kühe gibt und hier 80 Kühe. Dann gehen wir mal hier weiter. Hier haben wir eine kleine Siedlung. Hier ist ein Verkaufspunkt. Das ist also hier unser Hof hier. Das ist unser Starthof. Ein paar Keilsilos. Den haben wir uns schon mal angeguckt. Das ist also unser Starthof. Hier haben wir eine kleine Forstparzelle.
Hier haben wir den Händler. Hier ist nochmal ein Hof verbaut mit einer Halle und einer Reparaturstätte. Das ist also ein kleiner Hof. Und dann haben wir hier nochmal einen Hof, der ist ein bisschen größer. Scheint aber auch so zu sein, dass hier nochmal ein großer Kuhstall zu finden ist. Und das Farmhaus hier, ein paar Unterstände, natürlich auch ein Misthaufen. Ja, das ist also der Kuhstall mit 35 Kühen. Die Bäume sind hier ziemlich nah an den Feldrand gebaut. Also das heißt, es könnte hier tatsächlich trotzdem Probleme geben mit den Helfern. Natürlich ist diese Karte ziemlich flach, wie zu erwarten ist. Hier gibt es noch einmal einen Hof. Auch hier wieder ein Kuhstall verbaut. Also es ist hier komplett auf die Viehzucht ausgelegt, dieses ganze Gemeindegebiet hier. Also es ist ausschließlich, es gibt keine anderen Tiere, die verbaut sind erstmal. Hier gibt es einen Solarpark. Hier ist die BA. Die Verkaufspunkte sind auch da und nehmen wirklich alles auf, was man produzieren kann und auch ernten kann. Es kann also alles verkauft werden. Ich habe jetzt hier einmal die Beleuchtungswerte genommen von der Elm Creek Karte. Also das sieht natürlich schon viel, viel besser aus. Man kann hier auch die sehen, dass man hier zu hohe Kontraste eingestellt hat in dem normalen Fall. Wir können das nochmal ändern. Zurück, das ist dann so, wie die Karte daherkommt. Das ist also sehr große Kontraste. Und dann zurück zu der Elm Creek. Das sieht doch einiges besser aus. Ja, das ist der Überflug gewesen zu dieser Karte. Dann würde ich sagen, dann machen wir weiter mit den Mods.